Ja, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal schauen wir in die Völker rein. Und zwar so eine schnelle Statusüberprüfung, ne? Wie sieht es aus mit dem Futter? Wir haben aktuell ja ziemlich sommerliches Wetter heute noch. Und da will ich einfach nachschauen, dass die nächste Woche noch absolut keinen Futtermangel haben, weil es ist bei mir ein bisschen knapp. Und ja, weil jetzt blüht noch nichts, ne? Da will ich einfach schauen, nochmal, ob es passt auch von den Königinnen. Ja, dass wir dann im nächsten Arbeitsschritt, beim nächsten Durchgang die Honigräume geben können. Ich schnall euch um den Bauch diesmal wieder. Und dann schauen wir zwei, drei Bienenvölker an. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Deshalb, wahrscheinlich nehme ich euch nicht bei allen mit, weil es schränkt dann doch ein bisschen ein. Aber wir schauen uns zwei, drei an. Und ja, dann seid ihr dabei. Wurde ja viel gewünscht. Also bis gleich. Heute geht es einfach darum, nochmal einen schnellen Blick in die Bienenvölker. Also es blüht aktuell weder Kirsche noch Birne noch Raps bei uns. Mir geht es jetzt einfach darum, einfach noch mal kurz zu schauen, wie sieht es mit dem Futter aus. Ja, weil es ja nächste Woche wieder relativ kalt wird. Und dann kommt da noch ein bisschen Futter vielleicht dazu oder auch nicht. Ja, hier zum Beispiel ganz klar, ne, da brauchen wir schon noch 2 Kilo Futter, um die Woche zu überbrücken. Aber sonst wird das. So, dann habe ich jetzt hier noch einen Spezialfall. Ich weiß leider nicht mehr, was da los war. Wir schauen einfach mal rein, was sich da so findet. Ah, ich glaube, es waren 2 ganz schwache Völker. Da schauen wir uns mal an, wie es da jetzt aussieht aktuell. Auf jeden Fall sehr wenig Futter, aber nicht zu wenig. Wir haben Brut drin. Ja, sieht man ja, sieht auch gut aus. Also ich schaue jetzt ein bisschen länger, weil ihr dabei seid, dass ihr auch was zu sehen habt. Ja, hier diesen Wildbau, da mache ich nichts weg noch. Nicht, dass da die Königin irgendwie zu Schaden kommt, das brauchen wir nicht riskieren. Jetzt habe ich die aufeinander gestapelt, jetzt stapel ich die auseinander. Setze das nach unten. Setze das hier drauf. So, und dann kommt da der Deckel drauf. So, gehen wir zu der Reihe. Gucken wir, was hier los ist. Hier habe ich die Fluglochkeile geprüft. Ja, hier sieht man jetzt eindeutig, die sitzen absolut cool. Ne? Zwar auch ein bisschen schwach. Ein bisschen Futter können sie auf jeden Fall vertragen. Aber da ist die Königin in Ordnung. Dann gehen wir zu dem hier. Ja, von der Stärke, ne? Das passt. Sitzt auch die Königin. Futter ist da in Ordnung. Ich hoffe jetzt nur, dass man das alles auf dem Video auch schön sieht. Von der Stärke geht so, aber Futter ist in Ordnung. Hier habe ich mir markiert, mit der Königin stimmt was nicht. Sieht man auch, die sitzen gleich ein bisschen breiter. Ja, dann schauen wir hier mal. Ja, eindeutig drohnenbrütig. Ne? Sieht man hier ganz schön. Drohnenbrütig. Das hört man auch am Aufbrausen und so. Ne? Also das passt einfach nicht. Hier ist zwar die Königin, aber irgendwie ja, vielleicht doch nicht abzuschreiben, aber ja, das ist jetzt so ein Fall. Klar, wenn ich davon Honig ernten will, austauschen. Ganz klar. Weil ja, das Volk wächst nicht. Die Königin lebt zwar noch, aber scheint nicht ganz in Ordnung zu sein. Also ist das ein Volk von mir.
Das setzen wir wo auf ein anderes schwaches oder unter oder schmeißen sie eben einfach zusammen. Gut, fertig. Da wissen wir nicht, was mit der Königin ist. Hier habe ich es mir notiert, das hier ist drohnenbrütig. Denke ich mal, schauen wir uns noch mal an. Ja, ganz klar, ne? Ganz klar hier die Drohnenbrütigkeit, diese Kuppelbauten. Die Waben werden auf jeden Fall eingeschmolzen von mir, also alles, was Drohnenbrut enthält. Und das Volk vereinigen wir einfach die Bienen. Ne? Die Bienen nehmen wir, da stellen wir vielleicht ein schwaches Volk her, wenn ich das noch habe, wobei das jetzt auch nicht sonderlich stark ist. Hier haben wir Weißelzellen. Ne? Eine verdeckelte, weiß jetzt nur nicht, ob die lebt oder ob die vom letzten Jahr ist. Vor allem, was die da an der Stelle soll. Gucken wir, was wir sonst noch so finden. Ja, also das sind auf jeden Fall jetzt zwei Völker gewesen, die wir ganz sicherlich nicht zum Honigertrag mitnehmen. Das ist auch noch arg schwach hier. Also da wird einfach eins von meinen schwachen Völkern, das habe ich ja in einem vorigen Video gezeigt, das verlinke ich euch mal, mit einer Königin einfach zugesetzt. Die Waben mit der Drohnenbrut kommen raus und fertig. Ist jetzt schon verdächtig, dass hier zwei so Chaoten hintereinander kommen. Ne? Naja, machen wir weiter. Das sieht auch ganz gut aus hier. Sieht noch besser aus. Ja, so ist es. Ich mache jetzt die Reihe von uns durch. Und dann schauen wir weiter. Ich weiß nicht, wie die Videos werden, aber es schränkt mich schon ein bisschen ein, meine Arbeitsgeschwindigkeit. Deshalb denke ich, habt ihr Verständnis, wenn ich euch einfach abschalte, dass ich einfach schneller, konzentrierter arbeiten kann. Weil wir haben heute noch Sommerwetter, morgen Regen und ich will meine Bienenvölker durchhaben, dass man dann der nächste Schritt der Honigraum aufsetzen wäre. Ja, also dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.